Hallo und recht herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Just Cause 3. Wir haben in der letzten Folge ein bisschen Lavanda unsicher gemacht. Und zwar haben wir hier unten in Porto Le Grazia, glaube ich, war das. Kann man das irgendwo sehen? Ja, Porto Le Grazia haben wir eingenommen. Und jetzt sind wir hier oben gespawnt. Direkt quasi neben der nächsten Stadt, wo wir auch hin wollten, soweit ich mich erinnern kann. Grüße gehen auf jeden Fall raus an Nvidia. Ich habe eben noch ein Grafikkarten-Update gemacht. Seitdem spackt mein zweiter Monitor rum. Ich habe nämlich noch ein etwas älteres Modell im 16:9 Format, der aber irgendwie jetzt am Flackern ist, seitdem ich das Update installiert habe. Also da gehen auf jeden Fall Grüße raus. Vorher hatte ich gar keine Probleme. Aber jetzt machen wir uns erstmal hier ans Werk, die nächste Stadt hier einzunehmen. Und zwar ist es Lantuina. Lantuina, genau. Der Professionelle nochmal eben Zigarette ausgemacht. So. Und los geht's. Oh, ich habe das sogar getroffen. Ich habe gedacht, ich habe den Pfeiler da getroffen. Sehr schön. So, diese Statue, die braucht auch kein Mensch. Weg damit. Okay. Der hat irgendwie keinen Bock. So, weg damit. Unterstützung ist unterwegs und wenn Sie bitte auf mich schießen. So, zack, das haben wir auch. Polizeistation. Polizeistation ist immer eine gute Anlaufstelle. Muss mal gucken, dass da keiner im Turm steht. Da steht einer. Steht doch garantiert auch irgendwo einer hinter einem Pfeiler oder so. Ich sehe den einfach noch nicht. Naja. Nehmen wir erstmal das Auto da rein. Das hat wunderbar funktioniert. Und dann musst du halt noch ein Auto machen. Sehr schön. So. Das hätten wir auch erledigt. Dann die beiden nochmal eben zusammen hier. Vielleicht mal oben drauf noch. Dass wir nicht nur die Platten vorne abziehen. Ja. So. Was haben wir noch? Wir müssen auf jeden Fall hier die Tür aufmachen. Okay, da bin ich fast verreckt. Moin! Kann ich irgendwie helfen? Helikopter am Anflug. Nee, mach mal nicht so mit Helikopter und so. Wo ist er denn? Schick mal bitte keine Panzer. Panzer sind doof. Die machen Aua. So, der Helikopter ist abgestürzt, habe ich gehört. Dann lass mal hier runter. Gefängniszellen muss ich auch machen. Kannst du aufhören damit? Danke. So. Einmal hier hacken. Hör auf. Okay, hack einfach durch. Na, fast. Du hast einen Kopfschuss bekommen. Gehst du bitte sterben? Alles klar. Ich würde sagen, der Panzer ist da, wa? Wo ist er denn? Ah, keine Ahnung. So, dann eben einmal hier hacken. Genau. Einmal hier rüber. Hier nochmal hacken. Bitte schieß nicht auf mich. Danke. Sehr freundlich. So, Polizeistation haben wir. Was haben wir noch? Propaganda-Plakat, Propaganda-Van und die Flagge hissen. Okay. Also zwei Plakate. Warte, da fährt doch der Wagen gerade. Oh, nicht abstürzen. Ah, da ist auch der Panzer. Sehr gut. Moin. Einmal aussteigen, bitte. Ich setze meinen Panzer.
So. An alle Einheiten. Wo ist denn jetzt der Van hingefahren? Ist er hier lang gefahren? Da hinten fährt er. Treff ich den von hier aus? Ah, da ist aber auch noch so ein Plakat. Vorsichtig! Was ist da draußen los? Meldet euch gefälligst! Schieben wir eben den Fiat hier durch die Gegend. Attackiere Zielperson. So, den alle haben wir auch. Hierher. Wo ist denn das andere Plakat? Okay, sehr mutig, mich da so wegzurammen. Aber ich habe keine Ahnung, wo das Plakat ist. Da. Da ist es doch. Oh, Entschuldigung, ich wollte sie nicht. Nicht ausbremsen. Na, da ist mein Panzer auch angekommen. So. Da mal eben die Flagge hissen und dann sind wir auch schon durch hier. Dann haben wir Lantuina übernommen. Protokoll einleiten. Wieder eingenommen. Findet ihn, so schnell es befreit. Geht. Wie auch immer. Dann sind wir auf jeden Fall fertig hier mit der Stadt. So. Ja, alles mögliche neue Zeug freigeschaltet. Wieder dem Volk. Was habe ich gerade gesagt? Freigeschaltet? Freigeschaltet? Bin mir nicht ganz sicher. Da macht die Stimme auch schon schlapp. Ich würde sagen, wir gehen jetzt hier in die nächste Stadt. Machen die dann direkt im Anschluss. Und dann müssten wir auch durch sein mit der Region. Also wir haben halt dann noch die Nebenmission. Für die Mod-Packs, die man freischalten kann hier. Oder für diese Zahnräder, mit denen man dann Mods kaufen kann. Für die Ausrüstung. Aber... Ich freue mich, verkünden zu können, dass die Ravellos-Männer von Rico und seinen Rebellen aus Lantuina vertrieben wurden. Also raus mit euch! Schreibt Pace an die erstbeste Wand. Viel Spaß dabei! Die Welt bombardiert die Sinne und okay, einmal hier runter. Die Statue... Ups. Hat keiner gesehen. So. Das Ding noch oben abreißen. Ich biete euch das einzig bekannte Gegenmittel. Die Wahrheit. Okay, haben wir. Uns liegen Berichte über Kampfhandlungen vor. Alle Einheiten hierher. Ach, so einer schon wieder, ja? Die Polizei sucht neue Leute. Wo ist denn der Typ, der gerade Verstärkung ruft? Ah, egal. Verstanden. Verstärkung ist unterwegs. Einfach weitermachen, nicht beirren lassen, ja. Zack. Sehr widerspenstig heute, die Leute. So. Hör auf. Alter, wie viele kommen denn hier? Haben wir jetzt alle? Ich glaube ja, ne? So, dann müssen wir mal hier das... Alle Einheiten in Alarmbereitschaft. Da muss ich erstmal warten, bis sie mich nicht mehr finden. Die NPCs hier sind richtig on fleek. Die haben halt richtig Bock. So, ist jetzt zurückgesetzt hier? Wird gesucht immer noch. Ja, mach mal schneller, bitte. Komm ich da ran? Nee, ne? Nee. Das ist ein bisschen zu weit weg. Ich. Achso, ich bin die Zielperson. Geht das nicht? Komm, ich pack schon die Waffe weg. Danke. Wir haben ihn verloren. Zurück auf eure Posten. So. Ja, das hat fast funktioniert. Oh. Oh, da habe ich einmal zu viel Leertaste gedrückt. So. Da oben ist noch einer drauf.
Dann haben wir hier auch die Polizeistation. Oh, nein, nicht so weit. Das ist zu weit. Bürger von Medici. Da. Dann haben wir da hinten noch einen. Diese Generation wird endlich das wahre Potenzial unserer Heimatinsel nutzen. Kannst du bitte dein Maul halten? Dass der auch immer so rumschreien muss, ne? Was ist denn mit dem? So, da hinten haben wir noch ein Plakat. Sagen, da kümmern wir uns jetzt direkt mal drum. Zack, weg ist das Plakat. Showtime. Mehr Waffen, mehr Männer. Wir haben Feindkontakt. Alle verfügbaren Einheiten so. Hierher. Hier sind die Faulen, die Verräter und die Schwester. Danke. Hey. Wirklich? Die ganzen Passanten? Da siehst du, habe ich direkt mal einen getroffen. Alarmstufe 2. So, wir haben hier noch die Polizeistation, genau. Da kann ich ja jetzt eigentlich mal eben reingehen, ne? Sichtkontakt sofort wiederherstellen. So. Die Antenne gehört doch nicht hin, die muss... Zurück in die Steinzeit. Okay. Ja, da unten sollte die hin, genau da. So, dann verbinden wir das mal mit dem. Also diese Seile, die man hier schießen kann, die sind schon echt geil. Und da sind die Trafos. Lass mich doch mal darauf hier. Ah, perfekt. Gruppen kuscheln. Genau das gleiche habe ich auch gerade gedacht. Hör auf damit! Das ist der andere, der auf mich schießt. Ach, keine Ahnung. Wir machen hier erstmal den Trafo weg. Generator sogar. So, Gefängniszellen öffnen und Rebellen prüfen. Na, was machst du hier? Bisschen abhängen oder was? Reicht das vielleicht schon an Zeit, die ich mir jetzt erkauft habe? Perfekt. Hab ich beide erwischt? Nee, nur einen. Ich brauche mehr Munition. Ha, nicht mal den einen habe ich getötet. Auch nicht schlecht. Jungs, ich habe nicht unendlich Schuss, ne? Also... Sterb mal bitte ein bisschen schneller. So, dann habe ich die Gefängniszellen und hier ist wieder Party, ey. Das ist so dumm. Ich bin hier. Das hier ist jetzt mein Helikopter. Aussteigen bitte. Hier Zentrale. Wir schicken Bodentruppen zu eurer Position. Okay, ich glaube, lange hält er nicht mehr durch. So, dann einmal hier Waffen holen. Wer zieht denn hier immer noch auf mich? Jetzt hier einmal rüber und das Tor aufmachen. Dann die Flagge hissen und dann müssten wir eigentlich ready sein, oder? Ja. Wo ist denn die Flagge? Da unten. Moin. Hoppla. Das war der falsche Knopf. Aber, das Ergebnis war das gleiche. Nein, ich habe schon wieder F gedrückt. Ich hätte E drücken müssen. Gut. Das ist mit den Granaten. Das, ja. Ich glaube, das muss ich nochmal üben. Warum ist E und F eigentlich auch so nah beieinander? Gut, dann muss der jetzt nur noch rüberfliegen und die Flagge hissen. Ist richtig? Als ich meine Mutter verbringt,
mehr Zeit in der Luft als am Boden. Hallo. Wie greife ich die denn nochmal an hier? Ach, so. Also ich habe auch die Eisenschulter schlechthin. Einfach mal die Laterne umgeruppt. Gar kein Problem für mich. So. Rondella haben wir auch befreit. Perfekt. Neuer Wingsuit-Kurs. Eine Ansiedlung fehlt noch. Wo ist denn die letzte Ansiedlung? Wird ja wahrscheinlich nicht dieses Häuschen hier sein, oder? Vielleicht hier? Kleiner Außenposten? Ah, ich weiß nicht. Wir machen auf jeden Fall jetzt erstmal den, dass ich da einen Wegpunkt hinsetze. Ist vielleicht besser. Weil sonst hätte ich das nie gefunden. Wir machen jetzt auf jeden Fall erstmal den Wingsuit-Kurs. Und werden uns dann um die nächste oder beziehungsweise die letzte Stadt in Lavanda kümmern. Der brennt doch schon, oder? Aber habe ich mich da gerade verguckt. Kam doch Qualm oben aus dem Rotor raus. Rico und seine Freunde von der Rebellion haben die DRM aus Rondella vertrieben. Dann wollen wir mal. Gute Arbeit, Rebellen. Weiter so. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, wir pflanzen hier Bäume. Ist ja saugefährlich. Ah, da komme ich auch noch so durch, da brauche ich noch keinen Endhaken für. Na guck mal, hier unten ist doch die letzte Stadt. Würde ich jetzt behaupten. Ach Quatsch. Da unter durchfliegen jetzt oder was? Hey, was ist denn los, Jungs? Na ja, gut. Nein! Oh, verdammt. Da habe ich es geschafft, durch diesen engen Schlitz da durchzufliegen. Und dann bleibe ich da irgendwo hängen. Ja komm, mach direkt nochmal. Oder auch nicht. So. Ich bin doch nur aus dem Helikopter gesprungen. Was versuchst du denn jetzt zu laden? Vor allen Dingen habe ich hier unten gar kein Ladedings, oder ist mein Game jetzt einfach abgestürzt? Warum? Weiß nicht. Nee, in der Aufnahme sieht man das nicht. 334 FPS im Ladescreen, aber es bringt mir ja auch nichts. Tja. Gut, dann würde ich sagen, beenden wir die Folge an dieser Stelle. Ich hoffe, dass es in der nächsten Folge besser läuft von der Performance her. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne eine positive Bewertung da, schreibt mir einen netten Kommentar und bis zum nächsten Mal. Ciao.